Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap 3.1 ohne Gräben. Die einfache Map, nicht die Vierfach-Map, die ist ja noch nicht veröffentlicht. Oh Mann, ey. Ey, mit dem Gespann habe ich jetzt aber auch wirklich kein Glück. Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ja, es dauert, es dauert, es dauert. Wir sind dabei. Wir haben zwei Rübenernter mit jeweils einem Abfahrer. Und ich bin gerade dabei, habe mal ein paar Molkereiprodukte geholt. Ich meine, dass davon auch irgendwas hier hinkommt. Ja, Sahne nämlich. Soll wohl die Sahne raus sein. Es ist doch zum Kotzen hier. Platz nehmen. Ey, sag mal. Nee, also jetzt macht's echt keinen Spaß mehr hier mit den zwei Anhängern. So einen Ärger habe ich doch sonst nicht. Wenn ich mit denen fahre. Das gibt's ja gar nicht. Ich muss da unbedingt mal gucken, weil irgendwie meine Abfahrer-Cosplay-Kurse. Der eine, ja. Der lädt leider nicht da ab, wo er soll. Und das ist etwas schade. Also der fährt da zwar hin, aber der lädt da nicht ab. So, die sind wir auch alle los. Das ist doch schon mal schön. Ich komme jetzt hier sogar relativ gerade raus. Was ja gar nicht so verkehrt ist. Und gehe jetzt aber erstmal meinen Abfahrern. Er hier nämlich. Er fährt zwar seinen Kurs. Aber er lädt da nicht ab. Und ich habe das hier genauso eingefahren. Das sagte ich auch schon ein paar Mal. Wie ich meine Abfahrerkurse bei den ganzen Silos auch mache. Also ich fahre einfach über das Silo rüber und er lädt aber nicht ab. Hätte ich da einen Abkipppunkt setzen müssen? Doch eigentlich nicht, oder? Wisst ihr das? Wisst ihr warum? Habt ihr eine Lösung? Wenn ja, her damit. Würde mich interessieren. Weil es ist schon nervig, wenn das hier nicht automatisch geht. Vor allem, ich krieg's ja nicht mit. Ich sehe das ja gar nicht. Und, ne, und das zögert ja die Rübenernte nur unnötig heraus, weil natürlich mein Rübenernter steht. So, und wieso fährt der andere Rübenernter da? Der zwar mit 12 km/h, aber erntet keine Rüben. Sehe ich nicht. So. Wo sind sie denn, meine Rübenernter? Ich muss auch noch aufräumen hier auf dem Hof. Hier steht noch alles rum. Nerv, 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 nerv. So. Das Feld ist nicht leer, aber...
Ja, gucken wir mal. Er sucht sich hier irgendwelche Bahnen raus, die er gar nicht fahren muss. Woher auch immer das kommt. Ich weiß, diese Bahn hat er auch schon. Aber da setze ich ihn jetzt einfach mal drauf. Sag ihm einfach mal. Naja, gut. Den Rest kann ich dann gleich nochmal von Hand machen. Hauptsache, er arbeitet erstmal. Weil dann ist dieses Feld nämlich gleich abgefrühstückt sozusagen. Und ich kann dann. Kann dann das nächste. Bearbeiten. Bei einem Feld haben wir ja noch einen Zuckerrüben. Das sollte ja irgendwie im Laufe der Zeit mal abgeerntet werden. Weil, ne, ewig habe ich da ja auch keinen Bock drauf. Die Frage ist auch, sehe ich überhaupt noch mal was Neues an? Ja, wobei, ich glaube schon. Also es sind noch einige Folgen, bis ich auf die Nordfriese, auf die Vierfachen halt wechseln kann. Naja, das hier macht ja schon einen ganz guten Eindruck. Hier holt sich die Sachen. Ja, wunderbar. So, wir schreiben mal durch. Er ist am Sehen und auch gleich fertig mit Aussehen. Das sind noch zwei Bahnen. Würde ich schätzen. Dann hat er's. Ist ja sehr schön. Ist ja wirklich sehr, sehr, sehr schön. Weil dann kann ich nämlich gleich Feld 4 damit fahren. Dann brauche ich gar keine neue Sämaschine fertig machen. Dann kann die hier das machen. Wobei ja doch eine neue Sämaschine kann ich noch fürs Feld, was ist das, 7 fertig machen. Also oben da, wo wir gleich die Rüben abgeerntet haben. Ich würde hier mal eben zugucken, wie er sein Wendemanöver macht. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viel Geld ich jetzt durch den, Pappalettenverkauf gemacht. Egal. Ja, wir sehen alle Felder auf jeden Fall einmal noch an. Das machen wir noch. Und dann kümmere ich mich mal um die Produktion. Ich war lange nicht mehr beim Holz angucken. Ich war lange nicht mehr in der Brauerei. Das müssen wir alles mal machen. So, welchen nehmen wir denn? Wen haben wir denn gleich noch frei? Da können wir auch mal Wasser ablassen. Den lassen wir erstmal stehen hier. Der interessiert uns jetzt mal nicht. Der da interessiert uns. So. Wollte den eigentlich sauber machen. Wollte eigentlich, ja. Entschuldigung. Aber habe ich nicht sauber gemacht. Schlamperei, ne? So. Du bleibst jetzt mal da. Haben schon einen schönen Fuhrpark, ne? Ich habe noch einen Grubber beim Händler stehen, habe ich in der vorletzten Folge oder so gesehen. Achso, was wollen wir denn da oben ansehen? Wollen wir da wieder Rüben ansehen? Oder Kartoffeln? Ich weiß, dass ich auf dem einen Feld noch Weizen ansehen will. Auf dem anderen Feld. Da können wir nochmal Zuckerrüben ansehen, ne? Welches war denn, mit welcher konnte ich denn jetzt Zuckerrüben sehen? War das die da?
Hallo? So. Erster Raps, Feuerborn, Öl natürlich. Was ist das? Hafer oder was ist das? Da unten rechts Hafer, sag ich doch. Roggen, Hopfen, Weizen. Nee. Die war es nicht. Kann ich da mit der normalen Zuckerrüben ansehen? Oder kann ich das nur mit der... Die andere hier ist doch nur so eine Kartoffellegemaschine. Und nicht für Rüben. Kann ich da mit der hier auch Zuckerrüben ansehen? Der Amazone? Sonnenblumen, Sojabohnen, Körnermais. Was ist jetzt denn los? Was passiert hier denn? Achso. Ups. Zuckerrüben. Ah. Kann damit auch Zuckerrüben ansehen. Na denn? Unordnung gemacht. Jetzt gar nicht ganz so schlimm ist. So, und jetzt fahren wir da mal schon mal hoch. Weil das eine Feld ist mich gleich fertig. Wobei Sirius 7 hat auch gerade die Arbeit erledigt. Der fährt gleich rüber zu Feld 4. Der steht hier links. Irgendwo. Oder auch nicht. Fahren wir gleich hin. Oh. Hallo. Ihr müsst auch denken, ich bin hier, stehe hier mal voll unter Alkoholeinfluss. Dann kann ich hier fahren. Hier rum, Eier. Unglaublich. Unfassbare Szenen spielen sich hier ab. Hier haben wir noch die ganzen Walden. Wir müssen so viel verkaufen. Ich muss auch gleich noch Mischfutter unbedingt fertig machen und verkaufen. Das ist unbedingt notwendig. Ja, verkaufen, was geht eigentlich? Dem Feld wollen wir gleich das aussehen. Dafür habe ich eigentlich auch einen Kurs. Meine ich. Mal wieder hier auch noch einbringen. Feld 7 rot. Ne, habe ich nicht. So. Feld 7. Position. Aktuelle Fahrzeugposition. Vorgewende. Mal 3. Reich, ja, ist richtig. Machen wir. So. Ich bloß mal wissen, wie weit hier meine Ernter sind. Oh. Ja, er steht hier mitten im
noch. Warum hat er hier? Warum fährt er nicht los und holt was? Ja. Ich weiß es nicht, woran das jetzt schon wieder liegt, dass der hier. Zucker, Zucker. Zucker kann man bestimmt super verticken. Hier wird auch. Hier kann ich noch Zucker produzieren. Unglaublich. Och Mann. Zu voll. So, was mich jetzt ja wundern würde. Oh ne, der andere fährt auch. Doch, der fährt auch ab. Ne? Den habe ich ja gesagt, abfahren. Das heißt, er müsste eigentlich gleich wieder vorne an der Hand. An der Ampel, an der Lampe hängen. Wenn er denn irgendwann mal kommt. Na, da fährt er. Und ja, fährt gegen die Lampe. Das wäre noch schön, wenn man jetzt hier mitten, direkt im Spiel, einfach mal so einen von diesen Punkten anklicken könnte und verschieben. Und fertig. Ich weiß, dass es einen Editor gibt. Habe ich auch schon benutzt. Aber ich vergesse das immer, hier das mal zu passen. Wie ihr seht, ich spiele auch eine Developer-Version irgendwie von Crossplay und nicht die offizielle Release-Version, weil ich hier einfach Funktionen drin habe, die ich im anderen nicht drin habe. So, einfach einstellen, Series 7, Aufgabe erledigt, sehr schön. Abfahren lassen, löschen. Nee, zwar wollen wir nicht. Nix, ne? Suppe hier. So, Feld 4 werde ich jetzt Weizen. Sehen. Weizen brauchen wir für die Brauerei. Nicht immer nur auf die Anzeigen gucken. Mann. Ja noch mal so richtig Bier produzieren, um hier Kohle zu scheffeln bis zum geht nicht. So, Feld 4. Feld 4 sehen. Einstein. Ja. Mal gucken, wie das aussieht. Ich stehe, wo er anfängt, da oben fängt er an. Ja, schauen wir mal. Ich habe mir jetzt gesagt, das ist eine Funktion hier.
Er soll den ersten Punkt gerade anfahren. Ja. Soll das wohl gehen? Wäre natürlich echt schön, wenn das funktioniert. Hab ich ihm gesagt. Ah, Vorgewende eng, scharf, weich. Bei scharf habe ich das Problem, dass er sich verfahren wird. Ja, jetzt habe ich ihn abgestürzt, oder? Noch speichern? Ja. Shit. Jetzt ärgere ich mich gerade. Naja. Die Folge war eh schon lang genug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Abonniert mich. Ich freue mich, und noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao!